Oh. Letzte Woche noch ein Vlöckchen im Schmuddelwetter. Ich habe das im Herbst echt gern, dieses Schmuddelwetter. Und jetzt? Das ist einfach zu gut. Das ist genauso gut wie Schmuddelwetter im Herbst. Ja, und das ist genau das Wetter, bei dem ich was in Erinnerung habe, was mich 6. bis 10. Klasse und darüber hinaus im Oktober immer begleitet hat. Und woran ich echt gerne zurückdenke. Ich wohne hier so ungefähr eine Stunde entfernt vom Freizeitpark Europapark. Ich habe keine Ahnung, wie bekannt der im restlichen Deutschland ist. Der soll bekannt sein. Ich wohne da halt in der Nähe und da gibt es im Oktober immer, seit 1999, Science Days. Die sind mittlerweile von Donnerstag bis Samstag und das sind, wie der Name schon sagt, einfach Tage, in denen es um Wissenschaft geht, vorzugsweise Naturwissenschaft. Und das ist nicht so wie Unterricht, habe ich irgendwann auch festgestellt. Ich war ja so Chemie, Physik, Mathe, Bio, irgendwie ist der Unterricht schon vorbei? So, und dann kommst du auf diese Science Days. Du bist da eigentlich als Aussteller, dazu komme ich gleich. Und auf einmal findest du Wissenschaft interessant, weil es so überhaupt nicht langweilig wie im Unterricht ist, sondern mehr so mit interessanten Vorträgen, bei denen es auch mal BOOM macht und Sachen explodieren oder man einfach mal zwei Chemikalien mischt und das hat auf einmal eine andere Farbe. Gut, okay, das ist jetzt nicht mehr ganz so beeindruckend, aber damals in der 6. Klasse, what the heck? Und ich war so fasziniert davon. Ihr müsst euch vorstellen, 3 Tage lang Faszination und am Montag kommst du in die Schule, hast Chemie und dabei war es exakt dasselbe Thema. Also, ich weiß nicht, das war so cool. Aber ich war nicht da, um das Ganze zu besuchen, sondern weil mein Klassenlehrer da involviert war und er hat uns als Aussteller angemeldet. Und wir waren dafür zuständig, eine Umfrage zu machen und die Leute, die dort sind, zu fragen, wie gefällt es ihnen, was kann man verbessern, von welcher Schule kommen sie oder beziehungsweise wie weit ist der Anfahrtsweg und bla bla, so ein Kram. Ja, an der Stelle sollte vielleicht gesagt sein, ich sag's nochmal, das ist ein Freizeitpark mit Achterbahn und so. Und als Aussteller auf den Science Days durfte man kostenlos in den Parken, hat dort auch was essen dürfen, also auch kostenlos. Und bei uns hieß es, du hast 30 Umfragen, die musst du ausgefüllt haben, wenn du das gemacht hast, kannst du in den Park. 6. Klasse, entsprechend motiviert ist man, das möglichst schnell hinter sich zu kriegen. Aber das war nicht so einfach. Ich meine, es ist ja recht einfach. Ein Blatt Umfrage. Aber wenn da halt steht, was gefällt Ihnen am besten und die Leute sind gerade mal seit einer Stunde da und haben noch nicht alles gesehen, blöd. Wenn die Leute gerade im Gehen sind und sagen, wir können jetzt nicht mehr, wir müssen auf den Bus, blöd. Und wenn 30 Leute auf dem ganzen Gelände rumlaufen, die alle dasselbe wollen, dann haben die alle dasselbe Problem. Ergo, das sah dann irgendwann so aus. Eine Person ist lange genug da, um sagen zu können, was ihr am besten gefällt und möchte an der Umfrage teilnehmen. 10 aus unserer Klasse stehen drumherum und kreuzen alle dasselbe an. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck dieser Umfrage gewesen, aber ich weiß nicht, ob uns das damals so richtig bewusst war. Es gab auf jeden Fall Anschluss dafür. Ja, dann hat man das halt anders gemacht. Wenn keiner da ist, der das machen möchte, dann muss man halt mal kurz pinkeln. Und wenn man wiederkommt, muss man auf einmal nur noch 15 Fragebögen statt 20 ausfüllen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Das ist mir bis heute absolut schleierhaft, was da in diesen 5 Minuten Pinkeln alles passiert ist. Naja, jedenfalls hat es nachgelassen. Weil unser Klassenlehrer dann angefangen hat, uns in Schichten einzuteilen, sodass nicht 30 Leute gleichzeitig da rumgerannt sind, sondern jeder halt so eine Zeit hatte, in der er da sein musste. Und weil so der Reiz am Freizeitpark verloren geht. Wenn du jedes Jahr 3 Tage hintereinander da bist und da auch hin darfst, dann ist irgendwie so, ja, ist ganz nett, aber ich weiß nicht, finde die Wissenschaftssachen irgendwie auch spannend. Überrascht dich selbst mit dieser Aussage. Und ja, dann machst du die Umfrage eben richtig. Und dann kamen 1 oder 2 Jahre, nachdem wir das gemacht haben, dann auch Lehrerumfragen, speziell für Lehrer, dann halt auch andere Fragen drauf und auch so ein komischer Moment, in dem man auf einmal feststellt, man freut sich, wenn man einen Lehrer sieht. Da läufst du nämlich rum. Jeden Erwachsenen, den du triffst, ist das wohl ein Lehrer? Weil das sind natürlich nicht nur Schulklassen. Gehst hin, hallo? Sind Sie Lehrer? Nee. Okay, danke. Gehst du wieder.
Der nächste, hallo, sind Sie Lehrer? Nee. Okay. Sind Sie vielleicht Lehrer? Ja, oh toll! Und auf einmal freust du dich, einen Lehrer zu sehen, weil du schon zig Leute gefragt hast, ob sie Lehrer sind. Und du hast immer noch deine 10 Fragebogen, die du ausfüllen musst. Und keiner ist Lehrer. Und dann ist endlich einer da und du freust dich drüber. Du freust dich über einen Lehrer. Normalerweise ist ja so, kommt, setzt euch hin. Oder, nein, mal weg. Und da, Lehrer! Dinge, auf diesen Science sind Sachen passiert, die genau das Gegenteil von dem waren, was man sonst so gemacht hat. Ja, auf jeden Fall war das so super, dass ich selbst nach dem Abschluss gesagt habe, Mensch, Herr Klassenlehrer, das war übrigens der Klassenlehrer, bei dem ich auf dem Klo unten durchgeguckt habe, können wir nicht vielleicht helfen? Brauchen Sie uns? Und er hat gesagt, ja, wenn ihr wollt. Und wir waren so happy. Wir durften wieder hin. Und es ging uns, auch wenn wir eben meistens Freikarten dafür bekommen haben, es ging nicht darum. Es war einfach dieses, der Oktober, der ist ohne diese Science Test, ist der nicht das Wahre. Und es hat dann irgendwann auch nicht mehr den Reiz ausgemacht, dort zu sein, sondern mehr so, welche Leute du da siehst. Ich meine, der Abschluss ist rum. Wir gehen jetzt alle in unterschiedliche Richtungen. Du siehst halt wieder Leute von früher. Das war so cool. Ja, aber wir haben nicht nur Umfrage gemacht. Wir haben auch ein oder zwei Jahre, das weiß ich nicht mehr genau, ein Regenwaldhaus betreut. Und da gab es eine extra Abteilung Schmetterlinge. Und ich habe das riesige Glück gehabt, entweder bei den Schmetterlingen oder bei der Eingangskontrolle gewesen zu sein, weil in diesem Haus war halt ein relativ realistisches Regenwaldklima. Da kannst du nicht die ganze Zeit die Tür offen lassen und da kannst du auch nicht so viele Leute reinmachen, weil da regnet es halt auch ab und an mal. Also, ja, nicht richtig, es sprüht halt. Und das war interessant, weil wenn du draußen am Eingang stehst du drin, boah, ist hier warm. Und ja, also war interessant am Eingang, aber Schmetterling war viel cooler. Da haben wir extra einen, ich nenne es mal, Kurs besucht zum Thema Schmetterlinge, damit wir auch ordentlich Auskunft geben können. Und ja, da waren Schmetterlinge. Einfach mal in diesem Raum, überall Schmetterlinge, kleine, große, welche die es hier gibt, welche die es hier nicht gibt. Voll verrückt. Und irgendwann sitzt auf einmal der größte Schmetterling, den wir hatten, ein schöner blauer, ich weiß nicht mehr was für einer, hier auf dem Zopf von meiner Freundin. Nicht bewegen. Schauen Sie mal hier. Wollen Sie das fotografieren? Ja. Irgendwann kam dann sogar ZDF mit, Achtung, jetzt kommt's, Logo bei mir im Schmetterlingshaus. Und die haben ein Filmchen gedreht, ich zu Hause angerufen, Mann, du musst heute Abend Logo gucken, ich bin nicht zu Hause, wenn das ausgestrahlt wird. Sie? Ja, ich auch nicht. Wie jetzt? Ich bin im Fernsehen und du bist nicht zu Hause. Ich war letztendlich nicht im Fernsehen. Ich war immer nur hinter der Kamera. Fand es aber sehr interessant, auch mal zu sehen, was der Typ sieht in dem kleinen Kästchen, der auf einmal sagt, das Bild ist zu warm und ich mir einen ablache und sage, wie soll das Bild warm sein? Und er mir dann erklärt hat, was das heißt. Und ich fand das total spannend. So viel zum Thema Wissenschaft. Hey, ich glaube, ich spinne, da ist ein Spinnennetz an der Kamera. Ich habe die gerade hier rausgeholt. Also echt. Es war fantastisch. Irgendwann kam auch noch jemand ganz vorsichtig zurückgelaufen und meint, ich weiß nicht seit wann, aber am Auto beim Einsteigen habe ich gemerkt, an meinem Hosenbein sitzt euer Schmetterling. Oh, danke fürs Zurückbringen. Und ab und an ist dann auch mal ein Schmetterling entwischt. 6 Meter hohes Regenwaldhaus. Du kommst mit deinem lustigen Schmetterling-Fangnetz an, was einfach mal nur so 1 Meter lang ist. Mach die Tür zu. Es war echt so lustig. Wir hatten so viel Spaß. Und da in diesem Regenwaldhaus gab es auch Früchte zum Probieren, ich weiß nicht mehr, Sternfrucht, Mango und sowas. Und die muss natürlich geschnitten werden, also liegen da nicht als Ganzes rum. Und nach dem Abschluss dann war ich meistens eingeteilt, um die zu schnibbeln. Und das haben wir nicht in dem Haus selber gemacht, sondern getrennt in so einer Garderobe, so einem Container drin. Und ein Jahr war da irgendwie Mark Terenzi und seine Halloween-Show oder so, gibt es irgendwie so eine Aufführung. Und wir laufen da rein und gucken halt an der Garderobe, wo wir sind. Mark Terenzi läuft weiter. Was? Die Garderobe direkt neben uns, oder wie? Alter, wie cool ist das denn? Ich weiß gar nicht, ob man den heute noch kennt. Könnt's ja mal googeln, wer das ist. Naja, jedenfalls sitzt da, schneidest deine Sternfrüchte. Und irgendwann hast du nichts mehr zu tun, weil alles geschnitten ist und du kannst ja auch nicht so viel im Voraus schnippeln. Setze dich aufs Fensterbrett von diesem Container und quatscht. Und auf einmal
gucken deine Freundin an dir vorbei und du denkst dir, was ist jetzt hinter dir? Drehst dich um. Noch recht, die Darsteller von diesem Horrorteil, das war kurz vor Halloween, ist einer hinter mir stehen geblieben, voll fettig geschminkt und ich bin so erschrocken. Und ich gucke noch zum Fenster raus und sehe, der biegt jetzt um den Container ab. Ich dachte, oh nein, der kommt her. Schließ ab. Und es klopft. Und ja, lass ihn nicht rein. Und dann, hallo, mach dir mal auf. Oh, Herr Klassenlehrer, Entschuldigung. Ich dachte, Sie sind das Gruselgespenst von gerade eben. Ja, so viel zum Thema peinliches Erlebnis. War kein Gruselgespenst. Ja, aber das war einfach... Das war Oktober. Mittlerweile ist es nicht mehr so, dass ich es vermisse, aber am Anfang, als ich da nicht mehr hin bin, weil auch mein Klassenlehrer da nicht mehr mitgemacht hat, war es irgendwie so, es fehlt was. Das, weiß nicht, es war einfach so lustig, so, es war interessant, es war, klar, du durftest in den Europapark, das ist auch schön, aber das, Wind, das himmlische Kind, das war es nicht, es war einfach so, das, alles zusammen, das, jedes Jahr, seit der 6. Klasse. Das war echt cool. Das war richtig cool. Es gibt übrigens, sei mal gesagt, nicht nur im Europapark solche Sciences. Es gibt in jeder größeren Stadt so eine, wie nennt das denn? Ja, sowas wie ein Science House oder wie auch immer man das letztendlich nennt, in dem es eigentlich genau das gibt, was es dort auch gab. So Wissenschaftskram, der eben mal nicht so langweilig ist wie im Unterricht, wie ja zumindest bei mir im Unterricht war. Das heißt... Wenn euch sowas interessiert oder ihr einfach mal einen Tag lang einen Ausflug machen wollt statt Unterricht, könnt ihr eurem Lehrer ja mal vorschlagen. Da gibt es irgendwo auch ein Klimahaus. Braunschweig oder so. Oder Ludwigshafen. Keine Ahnung, wie man Braunschweig und Ludwigshafen verwechseln kann, aber irgendwie sowas. Ja, Klimahaus gibt es glaube ich nur eins in Deutschland. Könnt ihr mal gucken. Ihr wisst ja hoffentlich, wie man eine Suchmaschine bedient. Von daher, also... Ich fand es echt richtig spannend und diese Erinnerung da, die war echt, die ist bis heute richtig cool. Das hat so viel Spaß gemacht. Yay. Ja, wollte ich euch mal erzählt haben, weil ich gestern gesehen habe, dass die Science Days, jetzt wenn ihr das guckt, schon vorbei sind. Bei mir fangen sie übermorgen an, also jetzt, wenn ich das drehe. Und ich dachte, Mensch, dazu könntest du auch mal einen Vlog machen. Yay, Science Days. Ja, so, das war's. Und Sonne. Tschüss.